Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Layers of Fear, einem Spiel, was ich eigentlich schon auch schon länger mal spielen wollte. Und mal endlich mal so ein bisschen was Gruseliges wieder. Hab ich gehört. Nein, weiß ich. Ein bisschen gruselig. Ein bisschen was zum Erschrecken. Aber auch schön. Netter Ladebalken. I know how you must feel. Lost, alone, hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. Redet von sich oder von uns? Ich glaube, redet von sich. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Okay. Dann machen wir das doch. Hübsch. Ah, Schuhe abtreten. Komm, tritt die Schuhe ab. Du hast gar keinen Teppich. Aber es regnet draußen. Du hast bestimmt nasse Latschen an. Zieh die wenigstens aus. Na komm. Wozu brauchst du das? Ich meine, das ist ein nicht so nettes Werkzeug, um Hunde vom Beißen abzuhalten, ne? Just saying. Ich sehe keinen Hund. Wow. Einmal Tür auf. Triumph eines Künstlers. Galerieeröffnung bringt Kritiker zum Staunen. Manche nennen ihn den neuen Caravaggio, andere vergleichen ihn mit Van Eyck. Ein von Ehrfurcht ergriffener Kritiker, der nicht namentlich genannt werden will, ging sogar so weit, sich auf den Geist des großen Leonardo zu berufen. Ah, wahrscheinlich hat er es selbst gemacht. Also sich selbst, ja, quasi beurteilt. Der Künstler so, stell mir neue Identitäten. Mit wem vergleiche ich mich? Von Eyck? Gab schon. Caravaggio? Gab schon. Wie wär's mit Leonardo da Vinci? Nein, Scherz. Egal, wie sie es ausdrücken wollen, die Ausstellung war ein durchschlagender Erfolg. Der ausgeprägte Stil von ist für seine einzigartige Mischung von Renaissance-Einflüssen sowie fortschrittlichen, nicheren Techniken gepriesen worden. Der Künstler selbst besuchte die Veranstaltung gemeinsam mit seiner hinreißenden Verlobten. Atemberaubend anzusehen in ihrem schwarzen Abendkleid enthüllte, für unsere exklusiv, dass das Paar tatsächlich bald Nachwuchs erwarte. Okay. Schön. Ein Künstler mit Familie. Und wo ist die Familie? Hallo? Jemand zu Hause? Wartet jemand auf mich? Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie höflichst darum, unsere Schädlingsbekämpfer nicht hier zu belästigen, sowie von weiteren höchst unangemessenen Schreiben. Ich glaube, der Mann, der kennt keine Komma, ne? Der kennt keinen Punkt und kein Komma. Oh doch, kennt er aber. Benutzt anscheinend nicht so häufig. An uns Abstand zu nehmen? Ja, okay. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable...
Okay, respektable Dame ist, die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. Ich glaube, das war das Wort mit H, was er benutzt hat. Alle unsere Mitarbeiter, die ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweise auf einen Schädlingsbefall feststellen und entschieden sich daher zu keinen weiteren Maßnahmen, außer einer lediglich prophylaktischen Giftausbringungen. Wir bitten Sie, dieses Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stammen. Freundlichen Grüßen, Karl Denton. Okay, wir haben also Schädlingsbefall oder glauben Schädlingsbefall zu haben, aber die Leute hier sagen, nö, da ist nichts. Oder zumindest die Firma, die wir dafür beauftragt haben. Na, 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 na. So einen habe ich auch zu Hause. So einen ähnlichen. Nur meiner würde noch unten stehen. Egal. Willst du nicht mitnehmen? So, als Schädlingsbekämpfer. Hey, komm, mach auf. Scheint nichts zu sein. Alles aufmachen. Oh, Domino. Domino Day. Auch nett. Die ist leer. Na komm. Nein, die Schublade. Und leer. Komm auf. Auch nichts. Ja. Auch nichts. Okay. Ganz schweren Schritt haben wir. Die Küche. Was? Bleib offen. Dann nicht. Na, wollen wir mal auch mal öffnen und gucken, was drin ist? Ganz normaler Haushalt. Kein Essen. Ich komme nach Hause und kein Essen. Na gut, ein bisschen Gemüse, Weintrauben, Kartoffeln, Möhrchen, Pilze. Ich mag keine Pilze. Ich habe doch gesagt, dass ich gegen Pilze allergisch bin. Gegen alle. Oh, und schön Apfel. Aber nicht sonderlich. Ach, doch. Farben: Goldrosa, gebranntes Umbra, Sienna, Pinsel mal 25, Lufterfrischer mal 50, Äpfel 10 Kilo, Schnaps mal 30. Okay. Einkaufsliste oder wie? Sehr viel Schnaps. Und sehr viele Pinsel. Und Äpfel und so. Na? Noch was zum Öffnen? Ja, muss ich es doch auflassen. Andere zu triggern. Was hast du aufgelassen? Papa, warum hast du es aufgelassen? Was haben wir hier? Ich kann mir das Licht anmachen. Hallo. Ah, komm, das Licht an. Gift ist aber ganz schön laut. Hier sind die anderen Äpfel, aber ansonsten. Okay. Nichts sonderlich Interessantes. Ah, doch, hier. Wir können die Waage benutzen. Ob das später noch interessant wird? Also irgendwie, dass wir irgendwie was abwiegen müssen oder so. Einmal Badezimmer. Ach ja, ich mach überall das Licht dann nie wieder aus. Ach, come on. Aber Wasser brauchen wir trotzdem nicht laufen lassen. Wer war das? Von den Kiddies? Beziehungsweise, wie viele Kinder haben wir eigentlich? Eine Unterknieprothese. Ah, die haben die Länge versaut. Also haben wir zwei. Also ich gehe mal davon aus, dass er die Prothese hat, weil. Ne? Manchmal hört man das. Ja. Und dann, oh nee, und die haben auch noch die Länge versaut. Also, ich meine, entweder zu lang oder zu kurz, aber ich glaube zu kurz. Na, was haben wir da? Oh. Rattengift.
Rattengift. Aber bis jetzt habe ich noch keine Ratte getroffen. Und wo geht's hier hin? Na komm. Okay. Das, oh, da ist sogar noch. Sind eine Menge Fallen. Na komm. Ah. Geht doch. Little Winnie and Partner, haben Sie ein Problem? Rufen Sie uns an. Und vergessen Sie es. 5553825. Schnell, effizient und diskret. Anders Sie auch die geschrieben haben, schreiben Sie uns nicht mehr an, sonst hören Sie von unseren Anwälten. Bla bla. Sie haben kein Rattenproblem. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Na? Ist abgeschlossen. Na gut, dann sehen wir uns mal den Zettel an. Mein Herr, ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht angerührt, wobei ich mir nicht vorstellen möchte, was für ein Chaos darin herrscht. Wenn Sie sich wirklich so sehr um den Zustand des Raumes sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihre Schlüssel liegen lassen. Ich habe Sie zurück in Ihr Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Okay. Moment. Ah. Oh. Will ich in den Keller? Dunkel. Ich muss richtig die Augen zusammenkneifen. Komm, mach das Licht an. Geht doch. Ah! Ah, von wegen kein Rattenproblem. Alter, hab ich mich erschreckt. Eieiei. Ich meine, ich habe keine Angst vor Ratten. Es war einfach nur so... Ah, wie süß. Ich habe gerade echt nicht damit... Oh ja, schön, schöner... Schöner Keller und so, aber zisch, die haben wir für bei, ey. Eieieiei. Ne? Also vor der richtigen Scares. Und so, no problem. Und dann so eine Ratte, so, ah! Eieiei. Geht's hier lang? Abgeschlossen. Okay. Von wegen, wir haben keinen. Rattenproblem und die konnten nichts finden. Es war offensichtlich, ja. War zwar nur eine, aber man weiß ja nie, wo eine ist, ne? Echt Stümper. Fangen wir mal unten an. Fangen wir mal. Haben wir hier was liegen? Und hier. Anna. Ja. Komm. Das war jetzt nicht so. Na gut. Dann nicht. Holen wir halt den Schlüssel. Ist das der Mond? Ich liebe Gewitter. Wenn ich drinne bin. Richtig schön, der Regen gegen die Scheiben prasselt. Das ist einfach nur entspannend. Ui, Zettel. Hab die ganze Nacht gearbeitet. Weck mich nicht auf. Wir oder unsere Frau? Hallo, Schatz? Ah! Ich mag das Lied. Spiel weiter. Ui. Also auch fecken können wir ja niemanden. Wo sie wohl ist. Galactics große Eröffnung in Flammen. Verheerender Brand in neuem Kaufhaus. Dutzende kämpfen noch um ihr Überleben. Die lange erwartete Eröffnung des neuen Galaktik-Kaufhauses
wurde eine Hölle auf Erden, als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgehen ließ. Während es der Mehrheit der Besucher gelang, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hundert unglückliche Besucher im hinteren Teil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chance darauf, den Flammeninferno zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte noch nicht bestimmt werden, jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurden. Der Besitzer des Galactic, Ronald Sheffield, hat bisher jeglichen Kommentar zu dem tragischen Ereignis abgelehnt. Okay, warum haben wir das hier liegen? Haben wir irgendwie jemanden, der da verletzt wurde? Wie? Bestimmt unsere Frau. Liegen lassen. Irgendwie, keine Ahnung. Kante oder so? Na, lass doch mal die Schublade auf. Das neue Gesicht der Musik. Eine Nacht in der Oper wird eine Nacht zum Erinnern. Mag zwar noch kein bekannter Name sein, aber warten Sie es nur ab. Die unglaublich begabte Multi-Instrumentalistin gab letzte Nacht eine verblüffende Vorstellung, durch die sie selbst die passioniertesten Zweifler überzeugen konnte. Sie war einfach erstaunlich. Solch Leidenschaft, Energie und Fähigkeit habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, äußerte sich der berühmte Pianist Daniel Richter. Er war nicht der Einzige mit seinem Lob. Es scheint sogar Anthony Giles, einer der schärfsten Kritiker von sie endlich in einem anderen Licht sieht. Von Giles war man bisher eher geringschätzige Kommentare über die Künstlerin gewohnt, wie zum Beispiel, es gehört mehr dazu, Musik zu machen, als bloß Enthusiasmus und ein hübsches Gesicht. Nach der gestrigen Vorstellung darauf angesprochen, ob er seine bisherigen Kommentare bereue, erhielten wir von Herrn Giles einen Gesichtsausdruck, der lediglich als eine Mischung aus Ehrfurcht und Peinlichkeit gedeutet werden konnte. Auf Erneutes? Ja... Oh. Kann ich nicht weiterlesen? Oder? Okay. Aber ist unsere Frau die Musikerin? Ich denke schon, ne? So Künstlerpaare und so. Aber warum kann ich den Zettel nicht weiterlesen? Ich will den Zettel weiterlesen. Verdammt. Komm, die Flaschen interessieren mich nicht, obwohl... Was unsere Frau wohl dazu sagt, dass wir Flaschen im Kleiderschrank horten als Klamotten. Ich meine, und wo sind die Klamotten von der Frau? Wo sind ihre Klamotten? Oh, ist das unsere? Nimm doch mit. Entschuldige, konnte nicht schlafen, das Bein hat wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ich liebe dich. Oh. Das waren wohl wir. Aber wenn wir einen Zettel hinterlegt haben? Sag mir bitte, dass das Wein ist. Das ist doch Wein. Wieso hat das niemand weggemacht? Oh. Wir gehen gleich hin zu der umgefallenen Leiter. Ball? Machst du das? Das ist doch gar kein... Oder? Nee. Wo ist denn der Ball? Auch abgeschlossen. Oh. Kinderzimmer. Ui. Vielleicht ist die Frau ja mit dem Kind unterwegs. Ich hoffe nicht, weil Gewitter und so, aber... vielleicht Großeltern besuchen oder so? Ah, ich meine, das Kind scheint ja nicht so alt zu sein. Vom Kinderzimmer her.
zu urteilen. Naja. Gehen wir mal ins Büro zur umgefallenen Leiter. Oh. Noch mehr kaputte Flaschen? Die solltest du wegmachen, bevor deine Frau mit dem Kind wiederkommt. Just saying. Komm. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Okay, ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Wegen dem Bein? Fragezeichen. Ich verstehe das wirklich, weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustration malen zu lassen. Auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Danke, Assassin's Creed, dass du dich da einblendest, obwohl ich eigentlich ausgeschaltet habe. Wunderbar. Ich glaube, ich schneide es raus. Bla, bla, bla. Mein lieber Freund. Ich warte noch ein bisschen. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen verdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Wegen dem Bein? Fragezeichen. Ich verstehe das wirklich, weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich dieser Illustration malen zu lassen. Auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Also ich nicht, aber ich bin ja auch keine Malerin. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, was? Den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast? Okay. Eher friert die Hölle zu, als dass ich das benutze und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar. Dein einer Kumpel im Brickstone, Verlagshaus, geflüsterte Geschichte. Ich meine, ich bin eher so am Geschichten schreiben als malen, aber... Oh. Kann das das hier sein? Okay. Wow. Krass. Okay. Ja, er hat recht. Das ist jetzt nichts, was ich Kindern vortischen wollen würde. Das ist eher so, hier, Frambo-Style oder, Little Miss Fortune. Ja, das würde eher passen, aber... für Kinder vielleicht nicht. Was ist das hier? Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns zu etwas Besonderes machen. Du hast es versprochen! Also haben wir gesagt, also geschrieben, wir machen was und haben es nicht gemacht und sie hat dann drauf, also ich glaube schon, dass sie das war, unsere Frau, hat dann drauf geschrieben, du hast es versprochen, so nach dem Motto, weil wir es nicht eingehalten haben. Okay. Ui. Aber was für Bilder, die sehe ich jetzt erst. Hat er die gemalt? Ich meine, oder... Hängt er sich auch von anderen Leuten Bildern ins Haus? Und warum gerade solche Bilder? Ich meine, okay, wir haben gerade Rotkäppchen gesehen und so, ne? Das war jetzt auch nicht gerade. Die Tür sah vorhin nicht so aus, oder? Um zurückzukommen, Rotkäppchen sah jetzt vorhin auch nicht so wirklich freudig aus, aber trotzdem. Warum muss man sich solche Bilder ins Haus hängen? Okay. Also ein Stillleben ist doch schön. Was? Ja. Schubladen öffnen. Hat er überall die gleichen Inhalte in den Schubladen? Ja, schon so, ne? So. Zettelchen. Zum Vorlesen.
Ich habe es so satt, dass wir uns über diese Zelle unterhalten sollen. Um Himmels Willen. Leben im selben Haus, komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Okay, ich glaube, das war unsere Frau. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht erfolgt ist. Okay. Ich glaube, unser Kumpel hier hat ein kleines alkoholisches Problem. Was? 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 Und ganz viele Pinsel. Ja. Noch ein Zettel? Verloren, du verdienst es, beende es. Will ich das? Will ich das? Wir gehen darauf. Mach es dieses Mal richtig. Ups. Ja gut, komm, zeig den Untertitel an. Ja. Na gut. Komm. Mal noch mal eine Runde. Oder auch nicht. Was soll ich denn machen? Mal doch. Oh, hab ich noch gar nicht geöffnet. Na komm, mach die Schublade auf. Ja, hab ich schon vorgelesen. Ah, falsche Moment. Ist vorher aber nicht hier gewesen. Ich bin mir sicher, vor dem Raum ging es direkt in die Aula. So einen großen Raum. Und keinen Flur. Just out of reach. Außer Reichweite. Okay. Jetzt habe ich mich erschrocken. Eieieiei. War es das hier? Also sollte ich mich erschrecken und dann geht's wieder in andere Gefilde? Ich würde gern den Plattenspieler wieder haben. Mit Something All Around, Something All Around. Das war sehr schön. Oh, ja, wir bewegen uns also im Kreis. Ich will mich nicht im Kreis bewegen. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr. Wir möchten Sie höflichst, jedoch auch strengstens dazu anhalten, Ihre Stimmen während der Nacht zu zügeln, könnten meine Nachbarn sein. Ihre ehelichen Probleme sind, obwohl höchst unerfreulich, eine private Angelegenheit und sollten dies auch bleiben. Das denken meine Nachbarn, auch, also nein, andersrum, ich denke das über meine Nachbarn, weil die meinen auch immer ihre ehelichen, generell alles teilen zu müssen. Sind mal laut. Ganz bestimmt jedoch gehen sie uns nichts an, besonders nicht unsere Kinder. Ich habe keine Kinder, also von daher. Aber die Kinder der Nachbarn sind immer laut. Bitte ziehen Sie in Erwägung, dass nicht jeder hier ein freischaffender Künstler ist. Oh, das wäre ich auch gerne. Ich schreibe so gerne, würde so gerne damit Geld verdienen, um noch mehr Zeit in mein Schreiben zu stecken, aber ja. Funktioniert noch nicht. Einige von uns müssen früh aufstehen. Ja, muss ich momentan auch. So ein Mist. Und für ihren Lebensunterhalt arbeiten gehen. Wir brauchen unseren Schlaf. Weiterhin müssen wir sie warnen. Das sollten diese Dinge so weitergehen wie bisher. Wir uns dazu gezwungen sehen, die Polizei zu rufen. Hochachtungsvoll, ihre äußerst müden Nachbarn. Oh, ich bin momentan auch müde. Ich muss morgens früh zur Arbeit. Arbeite bis mittags alleine. Ui, Bild. Oh, schönes Bild.
Ist momentan anstrengend. Ganze Zeit stehen. Vor allem durch Corona. Sehr anstrengend. Merkt euch das Datum. Wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zur Feier ihrer Trauung am Samstag, dem 9. Juni in der St. Lukas-Kapelle um 14 Uhr. Okay. Sehr schön. Nee, irgendwie... Dadurch, dass ich an der Tankstelle arbeite, irgendwie ist nicht weniger zu tun. Die Leute kommen trotzdem. Und wenn es nur für Zigaretten ist, Kerzen anzünden. Eieiei. 548. Wo immer ich das auch eingeben muss. Oh. Hier. Wer flüstert mir da ins Öhrchen? Past. Was? Die Vergangenheit hält zurück. Sieh genauer hin. The most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Oh, ich hätte gerne ihre Antwort gehört. Interessiert mich, ne? Willst du den Ring nicht mitnehmen? Ich meine, anscheinend nicht. Ja. Ich glaube, wir sollen hier durch die Tür. Ja. Da bewegt sich noch was. Okay. Einmal hier. Nichts. Schade. Na komm. Ah. Du hast in meinem Studioraum geschnüffelt. Schon wieder. Zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren. Selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Ich glaube, er hat mit der Putzfrau geschimpft. Das ist aber nicht nett. Das ist gar nicht nett. Der Grund, warum ich keine Putzfrau habe. Ich bin höchstens die Putzfrau für meine Kaninchen. Und die sagen immer, was machst du mit unserem Pup? Und schmeißen es durch die Gegend. Na komm, dreh den Globus. Komm. Ui. Ja, okay. Und was verbirgt dieser Raum? Außer einen schönen Kamin? Ist das ein Dreck? Die Bild aus der Schrubbelpeter? Damit habe ich. War das eine Falltür? Au! Eieiei, das ist ja voll gefährlich. Für mein Herz. Au. Oh. Habe ich mich erschreckt. Staubmäuse, selbst in meinen Lungen grotesker ungezieferter Dreck, es gibt immer noch mehr. Ah, wie nennt man das nochmal? Das sind doch diese Dings, hier diese Gedichte, diese Dings. Oh, meine Güte, meine Herren. Mein lieber Herr Gesangsverein, wie hießen die denn nochmal? Oh, diese asiatische Gedichtsform?
genau, ein Haikyuu, glaube ich. Ist das ein Haikyuu? Hat es 17 Silben? Keine Ahnung. Ich meine, es ist ein Haikyuu. Eieiei, habe ich lange gebraucht, um darauf zu kommen. Mach mal das Licht an. Ich glaube, ich hätte das Licht auslassen. Ich glaube, ich hätte das Licht auslassen sollen. Ich bin mir nicht sicher, aber der Typ hat Hallus. Ah. Oh. Mal gut, dass ich zurückgegangen bin. Meine Liebe, obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Es ist einfach wundervoll. Ich glaube, das ist die Frau. Ich glaube, das hat die Frau geschrieben. Ich kann einfach nur nicht begreifen, welch Glück ich doch habe. Vor einem Jahr, da hatte ich nur Talent und Ambition. Heute habe ich entgegen aller Erwartungen eine Karriere, einen mich liebenden Ehemann und dich. Ich bin noch nie sehr religiös gewesen. Ich auch nicht. Vermutlich habe ich das, was andere in einer Predigt suchen, bereits in der Perfektion meiner Kunst gefunden. Ja, das kann ich auch von. Ja, das passt. Doch nun, ich kann es nicht anders ausdrücken. Nun habe ich ein Gefühl, als würde eine höhere Macht über mich wachen. Nein, ich nicht. Also da bin ich noch nicht angekommen. Man sagte einmal zu mir, dass ich es niemals als Musikerin schaffen würde. Doch heute spiele ich ausverkaufte Konzerte in einigen der angesehensten Hallen des Landes. Oh, ist doch schön. Oh, das freut mich. Außerdem sagten sie mir, ich hätte einen schwierigen Charakter und dass ich niemals einen Seelenverwandten finden würde. Oh ja, schwierig Charakter, das kenne ich. Da habe ich auch, ja. Ratet noch einmal. Als wäre das nicht genug gewesen, sagte mir einmal ein Arzt, dass ich niemals eigene Kinder haben könnte. Und dennoch, hier bist du, in mir. Ich bin wahrscheinlich die glücklichste Frau auf der Welt. Ich liebe dich so sehr. Ah. Und so weiter und so fort. Okay. Ja. Also ich glaube, die Frau von ihm ist doch einigermaßen happy, oder? Hoffe ich. Glaube ich, denke ich. Aber nee, ich glaube, dass es häufiger angenommen wird, dass Künstler schwierig sind. Aber ich denke mal, es ist nicht wirklich schwierig, sondern einfach nur anders. Und dadurch, dass es anders ist, fällt es manchen Leuten schwer, in diese Denkweise reinzudenken. Also sich da hineinzuversetzen in den Charakter. Weil man, wenn man kreativ ist oder kreativere Gedankengänge hat, dann doch eventuell vielleicht zu anders denkt. Oh, ja. Hing da nicht vorher noch ein anderes Bild? Ich will nicht nochmal in die Bodenfalle fallen. In die Bodenklappe. Soll ich da wieder hin? Okay. Diesmal ist keine Klappe da. Okay. Wieder mit sehr schönen Bildern, ne? Also. Haben tiefe Lügen? Tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that okay. Pose. I want to get all those lovely curves just right. Okay. Ich sehe keine Kurven. Aber okay. Können wir jetzt weiter? War eine Frage, ne? Also, müssen nicht. Ja, komm, mach die Tür auf. Ich würde gern. Also die Räume waren hier nicht vorher in dem Haus. Das Haus scheint größer zu sein, als ich dachte. Ja, komm doch her. Wo bist du denn? Mäuschen. Ah, nee, ist ja eine Ratte. Hä? Okay. Könntest du bitte... Nein, will er nicht. Was macht die Hübe? Er kann das doch nicht machen.
Eieiei, dreh mich nur um, denk nichts Böses und dann sowas. Huch, diese Geräusche. Ich glaube, das... Okay. Es ist noch nicht mal so dieses Visuelle, sondern so diese Geräuschkulisse, die ist so gut. Ah, die ist so gut gemacht. Aber jetzt mal ehrlich. Das Bild hier, ne? Wer findet sowas schön?